Die Friedrich Binder GmbH aus Mönsheim ist das Schmuckunternehmen bei uns in der Region. Wir sind ein Familienunternehmen, gegründet 1910. Unsere Kunden suchen uns auf für eine Standardpanzerkette, eine Ankerkette, eine Venezia-Kette, aber auch für spezifische Kundenprojekte, da wir im Haus die Möglichkeit haben, auch mit hochkomplexen Fertigungsanlagen umzugehen, von der CNC-Bearbeitung über die Lasertechnologie, aber auch mit Stanz- und Umformteilen sowie des Oberflächenfinish in der Galvanik. Inhalt des Umsetzungsprojekts war es, Energie 4.0 Themen voranzubringen. Dabei ging es darum, einmal Energieflüsse sichtbar zu machen und zum anderen diese Informationen dann auch wiederum zu nutzen und Effizienzpotenziale zu heben. Schwierigkeiten vorher waren auf jeden Fall, dass die Friedrich Binder GmbH eine sehr hohe Fertigungstiefe hat, was sehr, sehr schön ist, heißt aber auch ein sehr breites Spektrum an Anlagen. Die Anlagen sind teilweise sehr alt, weil das Unternehmen historisch gewachsen ist. Und bei Datenschnittstellen ist es halt schön, wenn die schon vorhanden sind und man die einfach abgreifen kann. Aber hier war es dann notwendig, auch ein gewisses Maß an Kreativität mitzubringen, um einfach auch diese Daten aufnehmen zu können und auch intelligente Messstellenkonzepte an der Stelle zu entwickeln. Das ist die Drahtkühlanlage. Da kommen die Spulen vorne, werden aufgesetzt und werden eingefädelt und mit Wärme behandelt. Und dabei entsteht sehr viel Abwärme, die natürlich nach außen strahlt und somit zu einem Energieverlust führt. Wir haben eine sehr einfache Maßnahme ergriffen. Das ist die Wärmedämmung, die wir aufsetzen, um die Wärme einerseits zu verringern und dabei auch gleichzeitig Leistung einzusparen. Unser großer Vorteil ist, dass wir jetzt sehen, wo haben wir Einsparpotenziale, wo können wir noch weiter was machen, Maschinen miteinander vernetzen, Abwärmen von einer Maschine nutzen, um andere Maschinen aufzuheizen, nicht mehr so betriebsblind durch das Unternehmen zu laufen. Am meisten Spaß hat mir tatsächlich gemacht, dass einfach die Kommunikation und auch die Zusammenarbeit mit der Friedrich Binder GmbH so unkompliziert war und absolut Spaß gemacht hat. Also es war einfach dahingehend sehr schön, dass so eine Hands-on-Mentalität geherrscht hat. Das heißt, Ideen von uns wurden super aufgenommen, da wurde nicht lange gezögert und da wurde mitgezogen. Und das hat man auch nicht so im Berufsalltag immer. Und ja, ich fand es einfach schön, dass die Wege so kurz waren und auch jeder Lust hatte, da weiter dran mitzuarbeiten. Es wurde viel Zeit investiert, um uns hier in der Produktion rumzuführen, um uns hier alles zu zeigen, was unüblich ist. Das Zweite ist, dass auch gerne angepackt wurde. Wir sind hergekommen, uns wurden direkt alle Sachen gezeigt, konnten direkt an die Anlagen drangehen, der Elektriker war da. Und auch bei der Umsetzung jetzt zum Beispiel von der Dämmung wurde auch direkt angepackt und das Ganze umgesetzt. Wir konnten sehr flexibel an den Projekten arbeiten, so dass wir keinerlei Produktionsausfall hatten. Die terminliche Zuverlässigkeit ist gegeben und dadurch war das ganze Projekt sehr gut planbar und umsetzbar.